Wir müssen 6 Karnickel oder 6 Hirsche jagen. Ach, hier ist Dobovo hier. Borovo, oder wie die Hütte heißt. Das Scholle geht ins Bett, ich muss ins Bett, Nacht, schlaf gut. Na klar, Scholle, schlaf gut, bis morgen. Morgen dann wieder back for Blut. Soweit mir bekannt. Werden wir schon anfangen, vielleicht mache ich mit Dante, wir müssen glaube ich meinen Spielstand gerade ziehen, mal back for Blood, weil wir gestern Abend getestet haben mit Scholle und dabei habe ich glaube ich meinen Spielstand gelöscht. Also bei back for Blood ist das ja nicht so, mit der Progress wird nicht so hart gespeichert. Und muss man glaube ich noch zwei Akte oder sowas, oder ein Akt und zwei Kapitel kurz spielen, das ist nicht so viel. Und um 21 Uhr kommt unsere Schulle und dann machen wir zu dritt Back for Blood. War ganz lustig, wir haben gestern Abend also Spaß gehabt. Oder eigentlich wollte ich streamen, aber wir haben dann noch was. Wir wollten auch mal testen mit Schulle, ob das alles so klappt. Ob alles so im grünen Bereich nudelt, wie das so ist. So, und hier habe ich gestern gebaut. Da ist halt links, hast du halt richtig Ressourcen. Und durch die Bäume dachte ich so, geil, da brauchen Ressourcen. Aber es ist unglaublich uneben hier. Und das wertet es nicht, das holt es nicht raus. Ich kann, ich kann den Spielstand dann nochmal aufrufen nach dem Stream oder so. Also das haben wir nicht viel gebaut, zwei Hütten und eine alte Oma oder was. Hier ist die Weggabelung, genau. Hier ist die Weggabelung. Und hier, wenn wir hier hochgehen, müssten wir eigentlich in so ein Dachsgebiet kommen. Oder in so ein Hasengebiet. Da ist ein Fuchs gewesen. Oder ein Puma, irgendwas. Das ist eins, was mich gestern getötet hat, so irgendwie. Das brauchen wir aber nicht. Haben wir eigentlich einen Punkt zu vergeben? Nee. Leider nicht. Aufspüren von Tieren im Prüfmodus. Ist auch gut. Aber leider keinen Punkt zu viel gerade. Müssen ein bisschen mehr im Wald gehen. Kann auch gefährlich sein, also irgendein Wolf oder was. Aber wir haben 110 HP, durch das eine, weil wir einen Punkt da reingedrückt haben. Und die 110 HP sind auch voll. Und da ist es auch ganz gut. Und ich glaubte mich zu erinnern, dass hier auf jeden Fall Karnickel waren. Oder war das vorhin, wo wir bei den Dachsen waren? Sind da Karnickel gewesen? Und da ist irgendwas. Ein umgefallener Wagen, oder? Das ist wirklich so ein Airdrop. Cool, da findest du immer Sachen. Stock. Nix liegen lassen. Frechheit. Schade. Ah doch, hier. Holzschaufel. 2 habe ich jetzt. Weil ich ja eine schon hatte. Das ist cool, für umsonst, ne? Brauchen wir nicht bauen. Eine coole Sache, um sich auszurüsten. Ah, Hasen kommen häufiger im Fährtenleser. Ja, das meine ich. Fährtenleser habe ich eben vorgelesen. Es gibt, da siehst du hier beim Prüfmodus die Tiere. Aber ich habe keinen Punkt im Moment. Ich erinnere mich nicht, ob bei den Dachsen vorhin... Ne, da waren keine Karnickel. Das war nicht, das war gestern. Mit den Karnickeln. Im Herbst kommen die Karnickel öfter vor, das glaube ich hier gerne. Aber Problem ist dabei, dass im Herbst die Quest verfallen ist. Wir müssen die jetzt machen. Oh, Bären. War auch noch gar nicht gesammelt, ne? Wo ist das hier? Eine Kiste. Oh, 210 Münzen. Ist das stehlen? Nö. Ja, cool. Wo habe ich das verdient? Muss die Welt aber ein bisschen erkunden. So, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt aus... Aber das, die schafft das ja nicht. Oh, eine Bronzeschaufel. Wie geil ist das denn? Kann ich die Truhe auch mitnehmen? Ne, das geht nicht. Jagdgebiet entdeckt Kaninchen.
Also hatte ich schon mal mit meiner Vermutung recht. Also es kann sein, dass die Hasenfalle eben nicht funktioniert, weil das schon drinnen gelegen hat, bevor wir die Quest gestartet haben. Wo sieht man denn die Jagdgebiete hier? Gesamtansicht, Menschen, Quest, alle Gebäude. Kleines Haus, Gewinnung. Landwirtschaft. Was nicht angezeigt wird, gell, das Jagdgebiet. Er zeigt da an, wir sind im Jagdgebiet Karnickel, aber ich sehe jetzt nirgendwo, dass wir im Jagdgebiet Karnickel sind. Wo beginnt das Gebiet? Wo hört es auf, gell? Ach, hier. Ach, jetzt bin ich im Hirschjagdgebiet. Oh, ich sehe weder Hirsch noch Karnickel. Doch, da vorne ist was. Ist zwar kein Karnickel, aber es ist ein Hirsch. Okay, Ausdauer ist voll. Es gibt natürlich Fettfleisch, so ein Hirsch. Ist das überhaupt ein Hirsch? Sieht nicht aus wie ein Hirsch. Nein. Hä? Wo ist mein Speer? Scheiße. Da ist noch eins. Zwei, ich mach mal schnell noch ein Speer. Ja, das würde ich auch machen. Würde ich gerne machen. Geht aber nicht. Dreckhund. Alter. Idee hatte ich auch. Geht nicht. Du kannst nur eine, vor Kategorie nur eine Falle setzen. Kann sein, dass der Speer jetzt kaputt gegangen ist, ja. So, wir craften nochmal welche. Auf Vorrat. Würde ich sagen, gleich alle. Hier fünf Stück. Falls so viel sind, schmeißen wir einfach einen weg. Das kostet nur Holz, schnell hier umgehackt. Na Quatsch. Ist ein bisschen dunkel für euch jetzt gerade, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich mit der Fackel jetzt rumlaufe, dann du mit schon die Tiere abhauen. Weiß ich nicht. Aber wir müssen jetzt über Nacht jetzt anfangen, die Quest. Weil wir die morgen verloren haben. Neues Level Herstellung. Was wir machen könnten, wäre noch eine Vogelfalle. Das wird nochmal, aber das hat nichts mit damit zu tun, glaube ich. Hier. Kochwissen. Muss ich das gucken? Ich sag ja, das lasse ich mal den einen Punkt kurz stehen, dann ist ja nicht so tragisch bei Herstellung. So, hier, Speer, Holzspeer. Holzspeer, ich glaube, der zieht sich selber nach. Ich hoffe das zumindest. Was kommt? Oh, guck mal hier. Geil. Ich versuche mal einen zu schmeißen. Er zieht ihn nicht selber nach. Doch, er zieht ihn selber nach. Siehst du, er hat den nächsten nachgezogen. War sehr gut. Oh, Bronzepfeile. Oh, es wäre so gut, wenn ein Bogen rumliegen würde. Gestern habe ich ein Messer gefunden. Also in so einem ähnlichen Ding. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Welt zu erkunden. Ohne Witz. Brennholz. Ja, die brauchen das eh nicht. Zwar mit. Oh, hier ist es. Stock. Eisenmesser. Krass. Super gut. Das können wir dann dem Jägersmann geben. Der braucht das Messer. Zum Funktionieren. Eisenpfeile. Oh, das ist ja richtig hartes Zeug. Das ist die Frage, ob wir so einen Quatsch nicht verkaufen. Eisenmesser, Eisenpfeile. Weil, ich glaube, da bringt es das am meisten, wenn wir es verkaufen, oder? Im Moment zumindest. Mal Eisenpfeile gibt 13. Für 3 Stück. Bronzepfeile 11. Ich glaube, es bringt uns am meisten, wenn wir den Quatsch verkaufen. Weil ich kann es eh nicht benutzen. Moment. Und im Kessel liegt es sich auch nur tot. Mal hier Fackel. Fackel mal und Söhne. Hat irgendwas gehört? Im Dunkeln ist echt schwierig. Das war gut munkeln, aber dann siehst du aber nichts, gell? Da ist ein. Oh, da ist einer.
Jetzt geht's los, Leute. Nein! Hat sich beruhigt. David. Gestern hat es endlich besser geklappt, das ist wegen dem Stream bestimmt. Und ich habe ein paar Vögel gestern runtergeholt mit einem Speer, hat gut geklappt. Hätten wir vielleicht das Hasengebiet mal markieren sollen, ne? Ich bin ein richtiger Fuchs. Dann streamst du noch, ich wollte eigentlich schon aufhören haben, ehrlich gesagt, aber das Spiel ist einfach nur geil. Wir sind jetzt bei 4,5 Stunden. Oh, ist hier vom Gartenzaun? Ist ja zu dunkel, ich sehe nichts. Der Karnickel lässt meine die Dings gehen, die Hirsche, aber die Hirsche ist ja ein bisschen irgendwie. Die sind so schnell und ich habe zu wenig Ausdauer für den Quatsch. Und einmal treffen reicht ja nicht bei den Hirschen. Wo sind die Karte? Hier. Hier ist unsere Hütte. Ach, hier, wilde Jagdgebiete, da siehst du die Jagdgebiete. Ach, guck mal, hier, bei neben unserem Dings ist direkt Hirsch, direkt Dings. So, gehen wir wieder heim, würde ich sagen. Straight, auf dem straightesten Weg, gehen wir kurz heim. Südost, oder was, oder? Ja, passt. Und dann, gehe ich kurz pennen, ess was, und dann, gucken wir, ob das mit der Falle funktioniert, und gehen dann in das andere Jagdgebiet. Im Dunkeln funktioniert es eh nicht, siehst du ja. Und ich muss mal Ausdauer aufbauen. Jagdgebiete deckt Seeadler. Jagdgebiete gibt es natürlich einige. Okay, ich habe die ist mit dem wie lange streamst du noch Frage noch nicht beantwortet. Ich wollte eigentlich jetzt keine Antwort. Ich versuche die Quest noch abzuschließen jetzt hier und dann machen wir Schluss. Und dann würde ich vielleicht, weiß nicht, ob es morgen Vormittag oder wann, würde ich kurz noch ein, zwei Gebäude bauen offscreen. Damit das dann morgen, dann wird man dann mehr Zeit für Questen haben und so, morgen dann. Oh, da ist ein Karnickel. Ich hab's nicht getroffen. Ist so dunkel. Da sind ganz viele Karnickel, seht ihr das? Ja, es ist auf jeden Fall richtig, Karnickel. Wir hätten nur hier die Dings hochgehen müssen. Guck mal, wie viele. Ja, Mann! Im Dunkeln, aus der Hüfte. Das ist Kill. Potato Aim 2000. Zwei Pelz, zwei Fleisch. Was ist der nächste? Krieg ich den? Ja, Mann, zwei. Karnickel geht. Ich glaube, das schaffen wir, die Quest. Später wird es dann töte sechs Wölfe. Das wird dann, dann warten wir auf den Koop-Modus. Soll jemand anders machen? So, Fackel an. Denn ich habe eine Fackel dran, das Fleisch hier drin. Krass, Gesundheitstrank, ne? Soll ich aus meine Kiste packen? Ich weiß nicht, was wir dem rauchen, aber wir müssen nicht rumschleppen. Pelz in die Kiste. So, dann pennen wir ganz kurz. Allihop. Schlafen bis zum nächsten Tag, schlafen bis zur nächsten Jahreszeit, verfügbar in 20 Ingame-Stunden. Ah. Hier können wir, müssen eigentlich die Musik wechseln, auf irgendein Morgen-Ding, finde ich. Aber gut, nicht so. Nehmen wir das Ladenbrot, das müssen wir uns jetzt mal gönnen, damit wir jetzt nicht so viel Zeit dazu kommen beim Essen. Inventory. Wenn Dings ist voll. So, Essen. Und da war noch so ein altes, gammeliges Fleisch. Das schiebe ich mir auch mal in meine hohle Frucht, die sich Kopf nennt. So, jetzt noch mal kurz zum See. Noch ein bisschen Brackwasser hier aus dem Ried, direkt aus dem Ried geschlürft. Sag schon mal gute Nacht, ich lurke noch. Ja, alles klar, Dreck und. Ja, ich mach noch, ich versuche noch die Quest abzuschließen. Wenn das solche ist, machen wir dann morgen weiter. Ach nee, morgen machen wir nicht weiter. Ich bin schade, ich bin traurig. Hasenfalle, sammeln wir mal den, ob der zählt. Nee, der zählt nicht. Die zählen leider nicht, schade, Schade, dass sie nicht zählen.
Aber Versuch war es wert, gell, oder wie es war. Aber jetzt, ich bin optimistisch, weil wir haben eben ja ganz gut uns geschlagen gegen den Karnickel. Okay, darf's keiner erzählen. Bronzepfeile, das würde ich für alles veräußern, diesen Quark. Wir brauchen echt den Shit. Den geilen Shit brauchen wir. Hier. Plantage. Alles gut. Okay. Dann jetzt. Karnickeljagd 2.0. Sperre sie selber nach. Wie viele Sperre haben wir noch insgesamt? Können wir das mal anders sagen? 2, 3, 4, 5. Also 5 Stück haben wir noch. 5 Würfe. Einer ist ausgerüstet. Ne, dann haben wir sogar 6. Wenn der ausgerüstete zählt nicht. Dann sind 6 Würfe. 6 Würfe haben wir noch. Schleichen wir uns durch den Wald. Kann nicht sein, dass im Dunkeln mehr sind irgendwie. Hätten vielleicht doch im Dunkeln eben mal zu gut geklappt. Hätten vielleicht nicht pennen gehen sollen. Da ist eins. Da ist eins. Nein. Da ist irgendwie so ein Fuchs. Da ist ein Fuchs. Der ist uns egal. Fuchs und Karnickel gleich nebeneinander ist natürlich auch so eine Sache. Und da ist ein Waschbär. Der hat uns ja fast getötet vorhin. Noch ein Waschbär. Kurz auf die Map gucken. Ach, ich bin schon raus aus dem Gebiet. Geh mal mittig von dem Gebiet, das ist immer eine gute Sache. Kann echt den Wegpunkt einfach draufsetzen, ne? So, auf den, dann sehe ich das. 81 Meter in die Richtung. Tollkirsche brauchst du auch für irgendwas. Ich sehe immer Tollkirsche hier aufblitzen. Nicht in den Wald rennen. Das brauchst du für... Sag's und lüg nicht. Brauchst du für... Entgiftung, glaube ich. Entgiftung, Entgiftung, ja, wenn du jetzt hier so viel Alkohol trinkst. Ab und zu ruckeln mal die Bäume, das liegt schon im Stream. Das ist normalerweise nicht gewesen. Aber das hört wieder auf. Das war vorhin bei dem Dings gesehen. Bei dem... Seid ihr, kleine Karnickel? Habe ich vorhin bei dem Weizen gesehen. Das fing dann hier, es hört dann einfach irgendwann auf. Scheint so ein Bug zu sein. Von dem habe ich gelesen. Von sowas ähnlichem, von so ein bisschen Ruckeln. Aber das ist ja zu verschmerzen. Oh, ist hier. Waren wir hier schon mal? Liegt da auf dem Brennholz. Bin eh schon überladen. Und ein Bogen. Nein, ich habe einen Bogen. Wie gut ist das denn? Aber ich kann keine Pfeile erstellen, weil ich ein Noob bin. Gut, ich habe vorhin die Steinpfeile gesammelt. Das ist ja geil. Was ist hier? Gesundheitstrank. Mensch. Mensch, Jägersleute haben hier richtig Fortuna, richtig Lack hier, Mann. Krass geil. Ein Bogen. Ich hab noch nie einen Bogen gesehen im Spiel. Ich habe sogar Steinpfeile dabei und Bronzepfeile. Wir könnten die verbollern einfach. Ich rüste den mal aus. Auf die 8. Und nicht unbedingt meinen Bogenslot. Keine Pfeile, muss lange R drücken. Nö. Lange E? Nein. Muss ich die irgendwie kombinieren? Schaden. Ist ja geil. Was macht so ein Holzspeer? 15. Ja, das ist schon besser. Mensch, haben wir ja Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Nice, Alter. Bogen, einfach Bogen weggesnitcht. Nach 4,5 Stunden. Aufnahme. Zeit. Geil. Dann würde ich sagen, wir müssen irgendwie rauskriegen, wie wir die Pfeile drauf, wie wir die drauf prügeln. Bronzepfeile. 45 Schaden. Geil, Eisenpfeile. 55 Schaden, die Eisenpfeile. Alte Scheiße. Nehmen wir uns mal die Bronzedinger. F ausrüsten. Ach so. Ach so. So läuft das. Musst du ausrüsten und dann sind die auf dem Ausrüstungsslot vom Bogen dann scheinbar.
Da kann man natürlich auch mal so ein Reh probieren, ne? Krass. Aufziehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich lange gedrückt halten, damit er dann aufzieht, den Pfeil. Ich weiß nicht, ob ich den wiederkriege. Muss er einmal probieren? Ja, genau. Ah, ich krieg den immer wieder. Ist ja cool. Also, er wird wahrscheinlich eine Haltbarkeit haben. Ey, Fuchs. Du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Oh, hier. Yes! Karnickel Slayer. Nennt ihn Karnickel Slayer. Sehr gut, Mann. Oh, ist das traurig, Alter. Guck, der Karnickel sieht voll echt aus, Mann. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht. Oh, der ist ganz kaputt hier. Kopf nickt. Aber da ist ein Fuchs, gell? Und hier ist ein Karnickel. Das ist natürlich ein Widerspruch an sich. Wo ist der Pfeil? Schon kaputt gegangen, hä? Zwei habe ich noch. Oh, da ist er, der rollert gerade weg. Das ist wie beim, wenn der das Vieh abschießt und du triffst es und du baust es ab, dann rollert der Speer auch weg. Das ist schon hier auch so. Mensch, da wäre mal der voll der Jäger jetzt mit dem Bogen, Alter. Aber der geht natürlich auch kaputt, ne? Reicht die Schaden für den 45? Reicht das für so viel? Ja, Mann. Zwei Pfeiler, der hier braucht. Herr Dax. Den brauche ich zwar jetzt nicht, aber ich wollte einfach mal ausprobieren. Es gibt ja auch den Jäger-Skill. Das bringt uns ja auch weiter. Aber ich brauche meinen Pfeil wieder unbedingt. Hier dann getroffen. Die werden schnell auch kaputt gehen, denke ich mal. Ja, da ist er wieder weg. Schade. Aber es war als nächstes. Das ist ja richtig gut, der Bogen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte versucht, im letzten Spielstand Bögen zu bauen, aber das war sowas von over. Wie gesagt, du brauchtest diese Leinenseile. Und die. Da war kein Drankommen am Anfang. Entweder habe ich noch irgendwas. Kann sein, dass ich irgendwas nicht verpeilt, dass ich irgendwas verpeilt habe. Ach doch, der hat er wieder aufgesammelt. Zwei Bronzepfeile. Und die bleiben 100%. Die gehen gar nicht kaputt. Ist ja geil. Drei Bronzepfeile haben wir noch. Und die Eisenpfeile können wir aufheben. Sehr gut. Wie schön. Dann bleiben wir mal dran. Wir haben jetzt drei Kaninchen gekriegt. Ich sag mal, wir schaffen's. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wir behalten uns in der Nähe von unserem. Wir haben 48 Meter bis zur Markierung. Wir halten uns hier in der Nähe auf, würde ich sagen. Oha. Wir wollen Karnickelfleisch. Lecker. Jetzt soll ich mal kurz zur Hütte rennen, die ist ja gleich da unten. Da ist ein Fuchs. Du nimmst mir meine Karnickel weg, Fuchs. Jetzt kommt er angeschissen. Nein! Er ist tot, oder? Schön. Nicht, dass er uns die Karnickel wegleecht. Und deswegen habe ich den mal kurz um die Ecke gebracht. Aber der kommt dann wieder. Das ist kein Problem. Bronzepfeil hat er aufgehoben. Soll den anderen Bronzepfeil noch finden. Das war hier so ungefähr. Na gut, die haben uns im Endeffekt nicht gekostet. Ich will jetzt auch nicht hier ewig lang rumsuchen. Okay, cool. Ich finde den nicht wieder. Habe ich auch, jetzt habe ich noch zwei, oder? Nur noch einen. Warum nur noch einen? Ja, wer weiß. Egal, die haben es ja nicht gekostet im Endeffekt. Wir können ja einfach mal jetzt zum Hütte kurz gehen. Ich kann hier irgendwas wegschmeißen. Mach ich jetzt die Speere auch nicht wegschmeißen. Brennholz. Stock, Pelz, Federn.
7 Kilo Brennholz, das ist natürlich das Problem, gell? Wie weit ist denn bis zur Hütte? So, wir gehen in die falsche Richtung. Aha. Ist nicht so weit. Komm, ich gehe. Schnelles Stück. Wir könnten natürlich das Brennholz hier hinschmeißen, runterrennen und nochmal hochrennen. Brennholz brauchen wir dann. Das kostet immer einen Baumstamm. Das ist natürlich jetzt, hört sich im Moment nicht viel an, aber. Ja, wir müssen es ja nicht, verschenken. Gerade am Anfang. Ist halt ein langwieriges Spiel. Wenn jetzt mal ein Stückchen überladen gehen muss, dann ist es halt so. Kannst du nicht ändern. Autolauftaste wäre gut. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Das würde ich ein bisschen feiern. Manche Spiele kannst du austricksen, wenn du rückwärts oder seitwärts gehst, dann trotzdem wieder schneller gehen. Aber der Planet drückt aber auch schon wieder heute, gell? Man merkt richtig aber eine Lichtstimmung, dass es Sommer ist. Das haben die echt gut hinbekommen. So, hier drin. Bronzepfeil ist natürlich vergebene Liebesmühe gewesen. 12-mal Fleisch, Alter. Sehr gut. Wir haben natürlich keinen Platz in der Fuckkiste. Wie gesagt, ich werde nach dem Stream werde ich schnell nochmal ein, zwei Hütten hier hinbauen. Oder ich mache es dann morgen Vormittag oder irgendwann morgen Nachmittag, wenn ich Zeit habe. Nur damit das dann, damit wir dann nicht zu viel Bauarbeit im Stream haben. Ich schaue mal das Brennholz hier hin. Das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es liegt das mal da. Hinter Stein. Wir haben ja zu tun. Oh, wir müssen eine Karnickelfalle wieder aufbauen. Fleisch können wir nie genug haben. Ich verwechsel immer dieses Kuhmenü mit dem anderen Menü. So, hier, ja. Ne, Jagd war das gar nicht. Dekoration. Dekorationas. So aufgestellt. So, ein paar Stöckchen los, sau gut. Die sammeln sich so an, die Stöckchen, ja, ist unglaublich. So 70 Meter in die Richtung. Da ist eins. Ne, ist eine Krähe. Krähe brauche ich nicht mehr, egal. Können wir ein Dings drauf schmeißen, dann mal wieder Federn. Zack, da liegt mein Speer. Mal kurz häuten. Guckt weg, wer hier empfindlich ist. Kennt man ja aus Spielen, seit Far Cry, spätestens seit Far Cry 3 ist das ja gang und gäbe ein Spiel mit dem Häuten. Irgendwie. Beziehungsweise nehme ich das seitdem wahr. Kann sein, dass ich das vorher schon so war, aber ich nehme es jetzt wahr, richtig. Da fand ich es aber richtig eklig bei Far Cry, ich weiß nicht warum. Far Cry 3 hat mich echt angewidert. Habe ich sehr ungern gemacht, dieses Häuten. Haben wir ja Ost gespielt, also nicht Ost, aber Ost haben wir angefangen. Muss auch noch zu Ende spielen. Aber das Safe Game habe ich jetzt alles safe. Safe Game ist alles safer, deswegen heißt es Safe Game. Karnickel, verlass mich nicht. Vielleicht sind die Jagdgründe schon abgewildert hier, kann ich auch sein. Man könnte gucken, ob man in der Stadt irgendwo Dings kaufen kann. Ein paar von den Pfeilen. Muss ja keine Bronze sein. Da ist ein Waschbär oder ein Dreck. Karnickel laufen nicht rum, ne? Das ist das Spiel mit Absicht, glaube ich. 48 Meter in die Richtung. Mach's mal wie vorhin. Laufen wir ein bisschen in die Richtung. Dann suchen wir uns ein anderes Karnickelgebiet kurz und laufen da nochmal hin. Und laufen nochmal hier zurück. Dann hat die drei Karnickel, das muss auch machbar sein. Für die Quest. Alles für die Quest, Mann. Das ist der Baumstamm, den wir niemals fällen werden. Ja, aber ich werde wahrscheinlich mit dem Prüfmodus aber die Karnickel nicht sehen. Weil ich das nicht geskillt habe. Da ist ein Waschbär. Was so ein Dreck. Was ein Arschloch. Die Nahrung knapp. Aber Jahreszeit wechselt ja bald, also wir werden es wahrscheinlich überleben.
Haben wir schon ein bisschen Fleisch eingelagert jetzt. Können wir natürlich dann versuchen. Müssen wir voll im, ja, vom Fleisch uns zu ernähren. Wir sind nicht voll im Gebiet drin. Wo ist das nächste Karnickelgebiet? Hier drüben. Oh, wo? Da waren wir vorhin schon mal. Hier ist auch nochmal Karnickelgebiet. Dann würde ich da hingehen, kurz hier. Also. Ich gehe nochmal ganz kurz hier hoch.